Ich möchte den Saugroboter vorstellen, den ich mir geleistet habe. Eine wirklich tolle Sache. Die Bedienungsanleitung ist auch in Deutsch und eigentlich auch verständlich. Mitgeliefert wird eine Fernbedienung, mit der man das Teil auch programmieren kann, das aber ich nicht benötige, weil ich ihn nur saugen lasse, wenn ich zu Hause bin. Mit den verschiedenen Tasten, welche auch in der Bedienungsanleitung sehr gut beschrieben sind. Das ist die Home-Taste, die OK-Taste, dann punktuelles Wischen etc. Alles ganz genau aufgeführt. Nur hier einmal kurz das Demonstrieren, wie toll dieser saugt. Und das Programm. Wir nehmen das punktuelle Programm. Bei diesem Programm saugt der Sauger sich immer im Kreis herum, bis der Schmutz wirklich komplett weg ist. Nun versuchen wir das. Ohne Schwierigkeiten fährt er auch auf langhaarige Teppiche. Wie dieser saugt, weiß ich nicht. Er fährt wirr umher. Dann gibt es noch ein anderes Programm. Die schnelle Bewegung. Gegenstände, größere Gegenstände werden zur Seite geschubst. Bei diesem Programm fährt der Saugroboter große Schlangenlinien rauf, runter etc. Und er geht auch unter den Schrank. Ein bisschen anstehen. Perfekt. Alle meine Schränke werden nun auch bis ins kleinste Eck gesaugt und geputzt. Und schon kommt er wieder raus. Hier möchte ich noch demonstrieren, wie er anhand der Sensoren erkennt, dass eine Treppe ist. Lasse ich den Saugroboter nach Hause fahren. Er schaltet sich aus und sucht sich automatisch den Weg zur Ladestation. In der Ladestation angekommen, fängt der Roboter sofort wieder an, sich aufzuladen, um für die nächste Arbeit bereit zu sein. Normalerweise ist meine Wohnung sauber. Ich war total überrascht, als ich den Deckel geöffnet habe, nicht ausgeschaltet. Den Staubbehälter habe ich dann rausgenommen. Und boah, wie man sieht, ganz schön viele Katzenhaare, ganz viel Staub. Ich habe jetzt dem Saugroboter den Wischlappen unten angehängt, einfach einklicken, den Lappen drauf. Nun muss ich den Saugroboter wieder umdrehen, um den Wasserbehälter zu montieren. Nun habe ich den Wassertank und den Staubtank, der vorne dran gehängt wird, in den Roboter eingelegt.
Genaue Beschreibung, kein Thema. Nun habe ich den Roboter mit dem Saugwischtuch fahren lassen, aber ich werde am besten wieder meine altbewährten Putzlappen nehmen und putzen, weil ich weiß nicht, ob man das sieht. Zum Wischen ist es nicht so toll, aber es ist kein Thema. Hauptsächlich habe ich mir diesen sowieso für meine Katzenhaare und für den Staub besorgt. Ich lasse ihn nun mal rumfahren, bis der Wassertank leer ist und werde dann noch zeigen, ob auch Schmutzwasser. Leider sieht man das nicht so toll auf den Bildern. Also er wischt, der Lappen ist auch nass, aber wie gesagt, das Wischergebnis ist nicht so der Hit. Nun habe ich Punktreinigung mit Wischreinigung eingestellt. Vielleicht sieht man hier besser, dass es wirklich gewischt wird, aber eben nicht so, wie ich das möchte. Er darf nach Hause fahren und ich werde mir den Wasserbehälter anschauen. In der Station angekommen, habe ich den Wassertank rausgenommen. Dieser ist bis zur Hälfte leer. Es wurde nur noch geringfügig Staub eingesaugt. Aber wie gesagt, ich will ihn ja nur, damit er die Katzenhaare, den Staub aufsaugt. Und da ist es wirklich ein super tolles Gerät, vor allem für diesen Preis.